Einer der Größten seiner Art tritt ab. Ottmar Hitzfeld hat nach dem Ausscheiden seiner Schweizer im WM-Achtelfinale seine Trainerkarriere beendet. Der Abschied, wohl der emotionalste Tag seiner langen, erfolgreichen Karriere. Ich bin sehr glücklich heute, auch darüber, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wie Sie wissen, treffe ich Entscheidungen, die ich dann gut überlege. Es war eine ganz schwere Entscheidung. Das habe ich auch dem Verband mitgeteilt, wo mir dann auch die Tränen gekommen sind. DFB-Pokalsieger, Deutscher Meister und Weltpokalsieger sind nur einige Titel des 65-Jährigen. In 31 Jahren als Trainer hat er Geschichten für die Ewigkeit geschrieben. Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund 1997 und mit Bayern München 2001. Doch Hitzfeld hat nicht nur Höhen erlebt, auch die Tiefen lernte er kennen. Ich habe schon einige Schocks erlitten in meiner Trainerkarriere. Und auch schon Elfmeterschießen verloren in DFB-Pokal in Deutschland oder gegen Manchester United 99, 3 Minuten, 2 Gegentore und den einer der größten Pokale der Welt verloren. Das sind Momente, die gehören zum Sport. Und man kann auch in der Niederlage etwas gewinnen. Einen Tag vor dem Achtelfinale war Hitzfelds Bruder im Alter von 81 Jahren verstorben. Ein Schicksalsschlag, den kein sportlicher Erfolg annähernd hätte aufwiegen können. Mit seiner Entscheidung zum Ruhestand hatte das allerdings nicht zu tun. Und vollständig von der Bildfläche verschwinden wird Hitzfeld sowieso nicht. Als Fußballexperte bleibt die Trainerlegende den Fans weiterhin erhalten. Langweilig wird es Ottmar Hitzfeld also nicht, ruhiger aber schon. Und das hat er sich verdient. Lotterie.